Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Moon. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir die Insel ein wenig erkundet. Was bist du denn, Bro? Und waren dann noch in der Bibliothek. Und ja, da haben wir ein bisschen was über die Ultra-Bestien erfahren. Und eigentlich wollte ich jetzt nochmal Route 11 machen. So ein bisschen. Und danach, also dass wir nochmal ein bisschen fundieren. Und danach würde es dann schon zu Route 10 gehen. Beziehungsweise mit dem Bus mit Professor Kokui zur nächsten Prüfung. Ich habe mich von einem Schwimmer zu einem Wanderer, der schwimmen kann, entwickelt. Es gibt auch Pokémon, die einen zusätzlichen Typ enthalten, wenn sie sich entwickeln. Ja, meine Kamera muss ich mal kleiner machen. Meine 4K-Kamera wollte mal wieder heute nicht, warum auch immer. Kann aber auch sein, dass es am Ryzen 5 liegt. Dass der Ryzen 5 einfach nicht genug Power hat. Eigentlich hoffe ich es sogar. Weil dann hätte ich das Problem mit der Kamera nämlich gelöst. Aber irgendwie würde ich es dann auch wieder vermissen. Hey ihr beiden, hallo! Ob eine Trainingsmethode... Ob sich eine Trainingsmethode bezahlt macht, findet man erst nach der Praxis heraus. Das Training mit meinen Pokémon kann eigentlich nur von einem Sieg gekrönt werden. Aber komm. Moin, Michi, ne? Alles gut bei dir? Geburtskanon. Oh, was habt ihr denn Schönes? Ein Datin. Ein Datin. War das nicht so viel weitergegangen? Doch, ein Datignis war das. Blubstrahl auf Datignis. Und... Nur Schnabelkanone auf Terrier. Dass es zwei Runden dauert. Hier. Oh, eine TM. Pyroball. In Carlos soll es Pokémon geben, die sich die Blätter von Pflanzen in den Mund stecken, das hier in Alola, wachsen. Nur einen kleinen Schluck trinken. Ich bin auch gerade erst eben aufgestanden, kurz frisch gemacht. Ich habe gerade die Zähne geputzt, aber so jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr Zähne geputzt habt und danach was isst oder was trinkt, was, außer eventuell Wasser, dass es so komisch und ein bisschen bitter schmeckt? Hey Knipsi. Mein Velosi und ich machen jetzt ernst. Nur damit du Bescheid weißt. Wo ist er? Luftstrahl.
Aber gab's da nicht von Belusi auch irgendein Pokémon Schild und Schwert, was aufs Schwert ging? Oh, von Pustral. Unbedingt mit reinnehmen. Auf Wiedersehen, Glutz. Hallo, Finte. Ja, Finte. Von Pustral. Yo, Bro, was geht bei dir? So sieht er mich nicht, ne? Und jetzt sieht er mich. Mein Wille versetzt Berge. Alles klar. Hallo, San Nium. Na, alles gut bei dir? Hat eine gute Verteidigung. Gehen wir mal, versuchen wir mal speziell anzugreifen. Nein! Oh, das passt so weiter. Ja, bei mir ist auch soweit alles ganz super. Das freut mich. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mit den 1000 Salatköpfen erzählt hat. Ich glaube schon, ne? Wir bringen mal rein. Auf geht's, Tukanon. Schnabelkanone. Nein, Bauchtrommel. Achso. Ich habe Bauchtrommel jetzt schon wieder mit Abgangspunkt verwechselt, aber gibt es nicht auch sowas für Bauchtrommel? War das nicht in der dritten, vierten Gen, wenn du Bauchtrommel eingesetzt hast? Dass du dann noch, dass der Gegner dann nur noch irgendwie drei Runden hatte? Oder dass du dann selber mit dem Flöten gegangen bist? Und das erste Mal hier. Also, wenn du deine 1000 Salatpunkte erreicht hast, als Beispiel, wenn du Ausrufezeichen Salatkopf eingibst, siehst du deine Salatpunkte, hast du 1000 Salatpunkte, kriegst du ein Plüschtier aus der Ebel-Reihe. Kann ich dir nach dem Stream auch einmal kurz zeigen. Ich muss erst nochmal einen Marikek wiederbeleben. Beute! Beleber, wo bist du? Unser Mario kriegt wieder fit. Hallo, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Dann lass mich mal sehen, wie viele Zeitkristalle du bisher gesammelt hast. Es scheint noch keinen Zeitkristall vom Typ Elektro zu geben. Um ihn zu bekommen, musst du... Was, ich komme hier noch nicht weiter? Was? Als ob? Ja gerne fangen, aber das sieht mir so nach dem Lethargien 2.0 aus. Okay, wenn das hier alles war, dann gehen wir halt zu Route 10 zurück. Wofür habe ich dann meinen Marikek wiederbelebt? Jetzt sind wir, glaube ich, hier, oder? Ja. Hallo, mein Kind. Du bist doch noch... Du bist doch ein Trainer auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Ich hätte da eine kleine Bitte. Willst du?
Oh nein, das sind wieder diese. Nein, danke. Die will irgendein Gemüse mit irgendwas bestimmt haben. Bevor es brennt, bin ich zur Stelle. Ist es ein Feuerwehrmann? Ich frage mich, was. Eigentlich müsste er ja ein Wasser-Pokémon haben, oder? Ja, yeah, Feuerwehrmann, Mike. Er müsste theoretisch ein Wasser-Pokémon haben, weil sonst macht keinen Sinn. Ja. Da hat Nintendo wenigstens drauf geachtet. Okay. Also, so ist eine Stimme. Trägerin des Inselwanderschaftsabzeichen. Dein Team sieht mir ein wenig erschöpft aus. Dankeschön. Interessierst du dich für mein Pokémon oder interessierst du dich für mich? Nein, nur eventuell für ein Pokémon. Das ist bestimmt wieder so eine Schönheit, ne? Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Fame-Pokémon. Ich weiß es aber nicht. Aber zieht trotzdem genug ab. Oh. Verwirrung habe ich gar keinen Bock. Auf geht's, Magnetilo. Das mit Funkensprung. Oh, Marikek entwickelt sich. Ich dachte, er ist 36, 37, aber gut. Okay, Marikek, dann überrasch mich. Oder uns. Wie cool, der Marikek wurde zu Primarina. Primarina.
Extreme Arena finde ich so, weiß ich nicht. Der Name ist scheiße, aber Aussehen ist nice. Also generell, Marek ist ja immer so, denke ich, zum großen Teil als weiblich. Wie kann man es denn am besten aussprechen? Primarine. Primarine hört sich zwar wie ein Schiff an, aber hört sich besser an als Primarene. Primarine. Nenne ich jetzt einfach Primarine. Wasserattacke, welche Sterne hat es? 90, Genauigkeit 100. Danke Sanium für dein Follower. Durch Gesang erzeugte Blasen werden auf das Ziel geschleudert. Alle Pokémon, die dadurch Schaden erleiden, werden auch von Verbrennung geheilt. Vergessen es auf jeden Fall. Bei Blubstrahl hat man eine Stärke von 65. Ich habe mich gerade voll gewundert, weil ich glaube die. Was haben wir denn hier Schönes? Weil eigentlich die einzige Entwicklung, die mir jetzt spontan einfällt, beziehungsweise auf 32 ist dieser Knast zu dieser Floor, oder nicht? Was bist du denn? So ein Bus kann auf einen Schlag eine ganze Gruppe von Menschen transportieren. Dafür bräuchte man eine Herde von Tauros. Was aber sich ein toller Anblick wäre. Sicher. Hey Bro, ich bin hier. Tatütata, die Sirene kann ich ganz gut, oder? Pokémon-Kämpfe übrigens auch. Oh, was war nochmal? Ich glaube, Snubbel, oder? Oh, nee, einmal ein Vulkano, wow. Okay, Primarine. Kampf. Dann zeig mir noch eine neue Attacke. Alles klar. Oh, was macht ihr denn da schon wieder? Ah ne, das ist die Busstation, ne? Aber wo ist Professor Kukui? Jo, was geht? Ich nehme nur eben mal die Haltestelle mit. Hey, was ist... Hey, das ist unser Busstopp. Wenn ich hören will, muss viele. Was wollen das? Was wollt ihr da mit diesem Bus halten? Nehmt ihn euch mit! Keiner sagt was. Aber gut. Ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Bushaltestellen-Schild ist. Ich sag mal so, früher habe ich auch Sachen gemacht, über die man diskutieren kann. Aber so ein Busstellenschild ist doch, weiß nicht, wenn ich jetzt schätzen müsste, bist du vielleicht bei 150, 200 Euro. Wie mal Daumen. So. Auf geht's. Verloren, aber wie es bei uns üblich ist, lasse ich gleich meinen Bro hier antreten. Jo, ist mir doch Schnuppe, wie stark du bist. Im Kampf bringen meine Moves den Twist.
erlebt. Ende ist mit Wasser, diese. Keine Haltestelle, kein Bus. Klaro, wir wollten dem Busfahrer nur einen Gefallen tun. Mann, jetzt ist meine Laune im Eimer. Komm, gehen wir gleich zu unseren Leuten. Tontina! Eben sind zwei Typen von Team Skull an mir vorbeigerauscht. Die sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie in die Schranken gewesen? Mit deinen Taten solltest du dich als Herausforderin in der Pokémon-Liga versuchen. Oh, what? Ja, gerne. Alles zu seiner Zeit. Ich dachte, es gibt keine Pokémon-Liga. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in die Lüfte katapultieren würde. Der Kokowai-Bus steht immer zu Diensten. Was? Du willst schnell von sich her nach A und B? Dann bitte zügig einsteigen. So. Hier drüben! Der Hokulani-Berg ist der zweithöchste Berg der Alola-Region. Jetzt willst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist, was? Ja, der Schneeberg. Dann schau mal, da drüben, Tortina. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Oh ja. Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg in Alola. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das als Verkörperung des Mondes gilt, am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakila, dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Was? Ah. Wenn Trainer früher ihre Inselmannschaft beendet hatten, traten sie auf den Gipfel des Mount Lanakila gegen die Inselkönige an. Die Inselwanderschaft als Champ, um zum Inselwanderschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl dieser Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorbringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdigen Top 4 verteidigt wird. So kann unsere Inselwanderschaftschamp zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer und Pokémon Alola sind. Alles klar, Bro, hört sich schon mal ganz gut an. Ich will erstmal ins Pokécenter. Wir können gleich auch noch mal ein paar Belebers kaufen. Belieber? Beliebers? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Ach, ich mache hier nur im Café gerade ein bisschen gemütlich Pause. Mein Kollege lässt es dabei, sich im Poker Resort gut gehen. Ich finde es toll, dass es dieses Café. Dass es diesen Kaffeebereich im Pokémon Center gibt. Oben auf dem Berg sind Getränke sonst nämlich richtig teuer. Ja, also generell auch, wenn man so einen Skigebirge oder Berge hoch abgeht, ist es immer ganz schön teuer. Das Pokémon-Lagerungssystem wurde von einem gewissen Bill entwickelt. Er lebt in der Kanto-Region. Das Lagerungssystem in Alola wird von Marlon verwaltet. Bin ich schon mal hier den Typen? Ja, gut. Da gab es ja, glaube ich, mal auch eine Klage in Deutschland. War das auf dem Brocken? Ich glaube, der Brocken ist der höchste. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, das war auf dem Brocken oder im Harz irgendwie. Ist ja beides zusammen. Auf jeden Fall hat da jemand sein Leitungswasser verkauft.
so, ne? Und da hat da jemand, was wollte der dafür haben? 4-5 Euro pro Glas oder so. Ne? Und dann hat jemand dagegen geklagt, hat gewonnen. Du darfst kein Leitungswasser verkaufen. Du darfst es, wenn du aber eine Scheibe Zitrone oder Ananas so also reintust und es zum Vegetable Water machst, also umgestaltet, sag ich jetzt mal, dann darfst du es verkaufen. Also mach immer. Bro. My Starmie, es richtet seinen Kern gerne auch das All aus und strahlt dabei in den Farben des Regenbogens. Ein wunderschöner Anblick. Ab es dabei vielleicht versucht, eine Nachricht abzusenden? Jo, wer weiß, Bro, wer weiß. Oh, werte Kunde, dieser glänzende Zeitkristall hat offenbar Mahos Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Lagerungssystem. Na gut. Dann würde ich sagen, wir setzen hier an den Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part werden wir dann die Stadt bzw. den Gipfel einnehmen. Bis dann.